Oh, Krogana. Der war beim Rennen. Den Schuss hat Liara abgefangen. Und der hat hier vor meine Deckung eine Kiste geballert. Tschüss. Okay. Warnung. Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Biologisch. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Gefährliches biologisches Material, die Krogana. Und ich muss gleich unbedingt Kram wegwerfen. Fuck. 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 Ach ja. Techbiotikschutz weniger. War deutlich mehr Schilde. Nämlich, weil es zwei Upgrades sind. Kampf Eskus, Exoskelett, 20 Härtung, 50 Physik Limit, Schildmodulator, Medizin Interface. Hm. 16 Schilde. Ich nehme das Kampf Exoskelett. Das ist Universalgel. Das ist Universalgel. Hier kann ich eigentlich auch den ganzen Scheiß außer ich lasse den Kryosprengsatz mal drin. Und ja, klasse. Gel. Kann man hier irgendwo das Einheitenlimit, Limit, was ist das? Edge 9. Ist aber nicht so gut wie meine. Die Edge 9 ist nicht sehr gut. Lancer 1, Avenger, irgendwas. Crossfire, sonst wie. Jetzt gehe ich nochmal bei den Mods gucken. Hochexplosiv. Hochexplosiv, Munition explodiert zwar beim Aufprall, hat aber einen deutlichen Nachteil. Die Waffen überhitzen sehr schnell. Plus 500% Waffenwirkung, plus 500% Hitze, plus 20% Schaden. Hilfe! Sledgehammer. Sledgehammer-Munition zeichnet sich die immense Durchschlagskraft aus. Schleudert die Feinde auf Meter weit fort. Aha, aha. Boah, ich hab richtig den richtig coolen Scheiß bekommen. Interessant. Möchte ich mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn
das Ding nicht mehr die Protonenladung, sondern hochexplosiv bekommt. Ich kann deutlich langsamer nur noch schießen. Aber wenn jetzt alles One-Hits sind mit dem Ding, dann ist es das wert. Muss ich mal rausfinden. Upgrade Kit. Sledgehammer 9. Und Inferno. Jetzt finde ich hier den richtig guten Scheiß. Warum weisen die Gefechtstürme in die falsche Richtung? Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Oh, wer flieht, wird erschossen. Nice. Schneesturm und Inferno. Ich trage einen Umweltanzug und mir ist immer noch kalt. Tja, kann sie die Heizung da drin nicht aufdrehen? Ups. Schnellspeicher beendet und mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Ist zu gondeln. Bin mal gespannt, wo wir Benesia finden. Ah, da haben wir ein paar freiwillige Gegner. Alter. Huch. Ah, der ist schon tot. Vor allem, die trifft jetzt auch, wenn ich ein bisschen daneben schieße. Tiere? Wind? Dieser Ort ist übel mitgenommen. Autsch. Fuck. Noch nie gesehen. Xenobiologie ist nicht meine Stärke, aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Nee. Spind, leichte Dechiffrierung, was sind das für Viecher? Soldat. Okay, die sind kein One-Hit. Nah dran, aber kein One-Hit. Aber zumindest die Geth kann ich alle. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, aber irgendwie, ich find's ganz geil. Ich fühle mich hier irgendwie nicht sicher. Und jetzt. Hier ist auch irgendwie die. Ach nee, das war die Singularität. Schwerkraft hier ist okay. Das war Liara. Wir hauen ganz ordentlich rein, muss ich sagen. Alles gut. Diese ganzen Fahrstühle. Waren jetzt nach ganz oben auf das Gebäude, was wir gesehen haben, oder? Bisher haben wir auch nicht. Ups, leck, leck, leck. Ein Hilfsstromsystem scheppert. Muss für den Großrechner der Station sein.
Der Schaden ist nicht allzu groß. Könnte repariert werden. Maiwa. Nicht genug Energie für einen Neustart. Elektrische Schlösser offline, aber Licht geht noch. Ach, Energieanschluss. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Okay. Wir machen ja schon. Jetzt kann ich hier rein, oder? Ja. Tschüss. Kern verlassen, Speicherkernzugriff. Der VI-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbanken manuell zu rekonfigurieren oder Universalgel einsetzen, beschädigte Züge. Wir machen natürlich manuell. Ach, das hier, das kenne ich. Wie ging das? Genau. Ah, genau. Das ist, da gibt's sowas ähnliches wie, also es gibt dann einen Algorithmus, mit dem man das auch lösen kann. Wir müssen, glaube ich, alles von Kern 1 auf Kern 3 kriegen, wenn ich mich richtig entsinne. Und es gibt da auch einen Algorithmus, der das automatisch lösen kann. Und es gibt ja auch irgendwelche Meisterschaften da drin, wo dann die Leute möglichst in möglichst kurzer Zeit das hinkriegen müssen mit irgendwelchen Sachen. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Verdammt, ein Pop-up. ja. Ja, ich könnte Hilfe dabei gebrauchen. Wer bist du? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadell. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von Binheads vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ey, überall hört man, du hast nicht die Freigabe. Ich muss die Materialien Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung, Warnmeldung. Das Zugsystem ist außer Betrieb. Na klasse. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Na klar, alles im Arsch mal wieder hier. Mass Effect 1. Mechaniker bei der Arbeit. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Einfach die Heizung abschalten und alles abtöten, was gefährlich werden könnte. Saubere Entsorgung. Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Okay. Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen? Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen.
Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Okay. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Ja, das habe ich gesehen. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Okay. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level 3 Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Okay. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte. Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Ich muss erfahren, wie ich die Stadt... Das hatten wir schon. Das ist alles, was ich... Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall... Okay, hier ist das Dach. ...abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Sie begeben sich jetzt zum Dach. So, hier sollen wir die Landleitungen wiederherstellen. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Das habe ich gerade erst gesagt. Dann wollen wir mal. Es ist bestimmt keine Gegner auf dem Dach. Ach nie. Natürlich. Warnmeldung. Tschüss. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall Prozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Lara ist down. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Was? So, Lara lebt wieder. Einmal Medigel. Terminal brauche ich hier nicht. Und die Schiefrierung. Ich hätte an die andere Richtung gehen sollen. Aber egal. Wir finden hier echt jetzt den guten Kram. Wo kann ich das jetzt hier wieder aktivieren? Ah, Leitungen. Landleitung repariert. Das war einfach. Das heißt, wir können hier jetzt wieder weg. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. So. Jetzt müssen wir noch den Hauptreaktor wieder aktivieren und dann ist Maiwa wieder voll einsatzfähig. Das Datenbankprogramm, das nicht lebt. Aber interessant, dass es die Frage überhaupt beantworten kann. Wo ist denn der Hauptreaktor? Kann ja hier in keine Richtung. Muss ja hier irgendwo sein. Fuck. Warnmeldung. Hauptreaktor
wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Da kommt mir, ich kann ja eh nur in die Richtung hier, ne? Und ich sollte mir merken, die ganze Zeit das Gewehr im Anschlag zu haben.